Hallo liebe Spielzeug- und Brettspielfreunde, heute befassen wir uns wieder mal mit einem Brettspiel, und zwar dem Brettspiel Zenith aus dem Jahre 2003, 2004, weil das im Übergang war. Und es ist eher ein Cinematic-Brettspiel, das bedeutet, hier sind eine Menge Fragen über Schauspieler und ja, wann der Film herausgekommen ist. Ziel von diesem Spiel, ich zeige euch mal das Brett selbst eben, ihr startet nämlich da rechts außen. Und müsst euch da über diesen Kreis rundherum bis zur Schlussklappe eben bewegen, damit ihr eben den Ziel erringen könnt. Wie ihr seht, das könnt ihr es auch ganz einfach. Und zwar, ihr habt hierzu einen sechsseitigen Würfel plus einen Symbolwürfel mit 8 verschiedenen Symbolen darauf. Und diese Symbole werden hier auf diesen Kärtchen, weil das Spiel von 2 bis 4 Spieler ist, eben erklärt. Das bedeutet, sollte man es vergessen, kann man das schnell nochmal nachschauen und sagen, okay, das ist jetzt eben diese Filmrolle, da geht es um das und dies. Ich werde es ja kurz einmal erklären. Es gibt dann einmal so eine Filmrolle, die mit einem roten Symbol ist, da spielt man dann eben alleine. Das bedeutet ganz einfach, es wird via DVD, die eben beigepackt ist, eine Filmszene gestartet. Und in dieser Filmszene müsst ihr zum Beispiel erkennen, welches Fahrwerk das Auto im Hintergrund zum Beispiel. Ja? Oder wie viele Personen haben sich eben mit in dieser Szene befasst. Oder aus welchem Jahr kam der Film oder wie heißt der Schauspieler in dieser Szene. Kann sich jetzt unterschiedlich befassen, weil das Ganze eben auf einen Zufallsmodus ist. Deswegen gefällt mir das Spiel eben so. Es gibt dann noch eine weiße Filmrolle, die drauf ist. Ich würde das Filmrolle bezeichnen. Da spielen dann alle diese Szene eben. Das bedeutet, wer zuerst rausruft, weil eben die Frage beantwortet, hat gewonnen. Dann gibt es noch so ein Symbol mit 3 solchen Dreiecken darauf, in grün gehalten. Das bedeutet eben, es geht hier um 3 Hinweise. Da geht es dann um die Zenith-Karten, die hier beigelegt sind. Die sind natürlich auch hier dabei. Das ist, ich würde sagen, wie bei Trivial Pursuit sind das eine Menge Fragen, je nachdem der Kategorie. Entweder ihr habt eben diese 3 Symbole oder ihr könnt eine berühmte Zitate und Filmmusik geben oder Wissenswertes. Ja. Das heißt, das kann sein, ich lese euch mal eine vor. Also wenn wir es jetzt von dem ersten herausnehmen, von dem Symbol von den Dreieckigen, weil ihr könnt nämlich da auch noch die anderen würfeln, das habe ich ganz vergessen. Das heißt, ihr könnt entweder so eine Musiknote würfeln oder ihr würfelt diesen Stern. Das betrifft alles auf diesen Karten. Wenn ihr jetzt diese 3 Dreiecksymbole hernimmt, dann kommt die Frage, in welchem Film kommen ein Wilderer in Australien und Sue Charlton vor? Ja, Antwort wäre dann eben Crocodile Dundee, ein Krokodil zum Küssen. Ja, wer den Film noch kennt, aus den 80ern. Aber das zweite ist eben dann eben die Filmmusik. Da lese ich euch auch mal die eine Frage vor. Aus welchem Film stammt das Zitat? Sie sind clever, außergewöhnlich hübsch und sie arbeiten für mich. Ja, da müsste man dann jetzt erraten, aus welchem Film ist das. In dem Fall wäre dann die Antwort der Engel für Charlie. Und das dritte wäre dann eben bei Wissenswertes. Welcher der folgenden Filme ist nicht von Pedro Almodóvar? Alles über meine Mutter, Kika, Desperado oder Sprich mit mir? Gut, ist eine ziemlich schwierige Frage auch für mich. Also ich bin zwar Cineast, aber ich kenne mich nicht in allen Bereichen aus. In dem Fall wäre es Desperado von Robert Rodriguez. Ja, also da ist dann wirklich Wissen gefragt, aber damit kann man auch sein Wissen hier in diesem Spiel dann auch etwas auffrischen. So, gehen wir das mal richtig lang, weil es war verkehrt. Dann gibt es noch eben eine Filmklappensymbol, das ist dann hier blau gehalten. Ja. Das ist dann die und Action. Genau, es gibt hier und Action dann noch, auch noch eigene Karten. Die müsst ihr dann aufnehmen. Und da steht dann eben drauf, eine gute Nachricht ist, dass Roland Emmerich dein Drehbuch klasse findet, drücke 3 Felder vor. Also du wirst belohnt. Oder es kann eben sein, was du machen musst, weil du musst was machen, nimm deine Aktionsfinder, setz euren Spielstern auf in die angegebene Richtung. Es kann auch eine schlechte Nachricht drin, er lässt seinen Chauffeur Regie führen, geht 2 Felder zurück, je nachdem wie das Ganze entschieden wird. Das geht dann über das Spiel. Das Schöne daran ist bei diesem Spiel, ich muss mir nicht immer die Anleitung durchlesen, sondern
bei den Spielen hat es dann schon begonnen, dass die Anleitung selber auf der DVD war und man hat einem das einfach dann bildlich wirklich erklärt und man hat sich dann ausgekannt und konnte das Spiel starten. Also es ist wirklich nicht schwer. Das nächste ist dann noch das letzte Symbol, was sich da jetzt noch befindet, ist das Fragezeichen-Symbol auf diesem Würfel. Jetzt lese ich euch kurz vor, weil alles weiß ich jetzt nicht auswendig. Der Spieler wählt eine Zenith-Karte, eine beliebige Kategorie, eine Aktionskarte oder eine DVD-Frage der Kategorie. Alle spielen aus. Also er wählt das aus, also alle spielen. Ja. Und in dem Punkt tut man sich dann vorbewegen, je nachdem, entweder du tust die Frage richtig beantworten oder nicht, dann kommst du entweder weiter oder du bleibst stehen auf der Stelle. So, jetzt haben wir da aber noch auf dem Brettspiel drauf eben drei Schlussklappen. Das bedeutet, ich würfle jetzt zum Beispiel mit der Figur hierher, nicht genau exakt, das muss nicht genau sein, dann bin ich auf Stopp. Alle spielen Spezial, das heißt, das bedeutet, jeder muss eine Szene über die DVD eben erraten oder den Hintergrund oder den Schauspieler, wie vorher erwähnt. Gut, schafft er das nicht, ja, kommt er eben auf die dritte Abschlussklappe. Das heißt, er muss sich rantasten. Ja. Das heißt dann, wenn er wieder dran ist, wird wieder alle spielen Spezial gespielt. In dem Sinne wird vielleicht die Frage aufkommen, okay, was ist, wenn es ein anderer schafft, die Frage zu beantworten, dann bremst sie ihn aus. Ja, das heißt, er bleibt einfach dort stehen, muss auf der dritten Klappe oder auf der zweiten stehen bleiben, er bleibt aber dann höchstenfalls nur auf der zweiten stehen und muss, ja, und da ist jetzt es, er muss die Frage beantworten, damit er wirklich da ins Ziel reinkommt. Witzig finde ich bei dem Spiel dann auch noch, dass eben unterschiedliche kleine Figuren dabei sind. Ja, hier haben wir eine Zenith-Filmklappe eben dabei. Dann haben wir noch eine Filmrolle, eine Filmkamera, ja, und natürlich, was nicht fehlen darf, Popcorn. Ja. Das finde ich eben echt lieb. Das erinnert mich ein bisschen an Monopoly, an die Figuren, die unterschiedlichen, weil diese auch aus Metall sind und nicht aus Plastik. Gut. Jetzt hat es natürlich noch verschiedene Zenith-Versionen gegeben. Ihr habt ja mal die erste vorne stehen im Bild. Ich lege euch die mal da nach hinten. Es hat dann zur Thematik eben James Bond genau dasselbe eben in dem Fall gegeben. Das ist dasselbe Spielprinzip, nur mit 007 Fragen beantwortet. Und das, was ich jetzt als letztes neu ergattert habe, das war im Ultimate Damage Center, damit ihr es wisst. Das Kostenpunkt, das hat jetzt 30 Euro nur noch gekostet. Es war dann das über Zenith, über Harry Potter. Bin ich froh darüber, dass ich das auch noch ergattert habe, weil es gibt nicht mehr viele Zenith-Spiele, weil viel verloren geht oder die DVD zerkratzt ist, dass das nicht mehr funktioniert. Natürlich, ich kann die DVD schleifen lassen, damit das Ganze wieder funktioniert. Aber ja, irgendwann ist einmal mit Schleifen am Ende und da geht auch nichts mehr. Also wirklich gut drauf aufpassen muss man da. Natürlich. Jetzt werden die Fragen aufkommen, wie schauen die Figuren vielleicht bei den anderen Spielen aus. Ich werde es euch nicht vorenthalten. Wenn man jetzt 007 hernimmt, wo die Figuren ein bisschen rausgesprungen sind, habt ihr natürlich den klassischen Martini. Ja. Ein Bond Girl. Man sieht es jetzt nicht ganz genau, aber wenn ihr wollt, kann ich mal nähere Aufnahmen machen, dann kann ich noch ein Video euch reinstellen. Dann habe ich was bekommen. So, den Aston Martin. Ja. Und natürlich 007 persönlich selbst in seiner Haltung eben mit der Walter PPK. Wie gesagt, Spielregeln sind gleich. Das sind unterschiedliche, das Brettspiel schaut noch anders eben einfach aus, eben im Design gehalten. Wenn ihr davon auch mehr sehen wollt, schreibt es mir nur in die Kommentare, sagt, ey, ich will da jetzt noch ein extra Video sehen. Dann zeige ich euch natürlich noch von Zenith die Figuren. Da haben wir drin dann den goldenen Schnatz. Ich hoffe, man kann es sehen. Also das ist mit den Flügeln dran. Ja. Dann habt ihr noch den Zug, der nach Hogwarts führt. Von Gleis 9¾. Dann natürlich Harry Potters Eule. Ihr werdet wissen, wie sie heißt. Ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Harry Potter Fan. Mir gefallen die Filme, aber ich weiß nicht alles auswendig. Und natürlich der Hut, der am Anfang im ersten Teil herausgekommen ist, wer welchem Haus zugeteilt wird. Ja.
Im Großen und Ganzen ist die Basis eigentlich immer gleich bei jedem Spiel, nur designmäßig hat sich da eben alles umgeändert. Aber ich finde, die Cine-3er, leider wurde sie abbrochen, eben, weil die letzten zwei Spiele, die ich euch jetzt einfach so gezeigt habe, eben sind aus dem Jahre 2005. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch mehr gibt, ich müsste nachrecherchieren, aber die sind mir ins Auge gestochen und es ist schwer, ja, schwer will ich jetzt nicht sagen, an die ranzukommen. Wenn man will haben, kann man sie sicherlich auch noch ergattern. Also wer Cineast ist und Filme mag und Filme liebt, für den ist das Brettspiel wirklich was für das geeignet ist und der hat Spaß damit. Also ist dadurch, dass der Zufallsmodus dabei ist, ist der Wiederspielenswert auf jeden Fall dabei. Das Spiel ist ab, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, kann ich euch kurz mal nachschauen, ja, also ab 16 Jahre. Ist klar, ich werde jetzt wohl an 12-Jährigen eher schwer das Spiel spielen lassen können, wenn der nicht alle Filme kennt, ist klar. Ja, ich hoffe, es hat euch mein Solo-Video jetzt einmal gefallen. Es werden jetzt ein paar noch folgen, ein paar Wochen eben, weil mein Kollege sehr beschäftigt ist, aber er wird auch auf der Bildfläche erscheinen. Nur zur Abschlussinformation eben für euch dann schon, wir haben jetzt demnächst auch vor, bald eben mit den PS2-Spielen anzufangen, da das endlich mit der Technik bei uns funktioniert. Das heißt, wir werden Videos einfach online stellen, wo wir euch dazu reden werden. Und euch erklären, wie was welches Spiel ist. Und wir haben jetzt persönlich unsere persönlichen Highlight-Spiele der PlayStation 2 jetzt einmal ausgesucht, also jeder von uns. Und die werden wir euch gerne zeigen. Ihr könnt uns natürlich dann in die Kommentare reinschreiben, welches PlayStation 2 Spiel ihr gerne wieder mal sehen würdet. Ich weiß, es gibt sehr viele, die schon online Videos posten, aber wir wollen nochmal die ersten sein, die aus Österreich sind, eben die das auch einmal in die Hand nehmen. Und das mit Spaß dabei. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns einen Kommentar da, ein Like oder ein Abo. Und wir freuen uns bis zum nächsten Video. Ciao!